Herzlich willkommen zum neuen Short Review Review Let's View. Ihr seht, das Thema ist diesmal ganz klassisch. Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Es wird ein Dreiteiler. Wie ihr seht, es sind drei verschiedene Magazine, wenn ihr es so wollt. Ein Buch, zwei Magazine zu Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Alles sehr klassisch, also aus den 80er Jahren. Und ich werde es einzeln begutachten und kommentieren. Wie ihr seht, haben wir hier ein offizielles Magazin zum Film von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das ist 1983 erschienen. Für mich auch ein Stück Geschichte, denn damals, als ich noch klein war, habe ich meine Eltern überredet, mir dieses Magazin zu kaufen. Es hat 12 D-Mark gekostet, also es war knapp 6 Euro für heutige Verhältnisse, war aber damals, muss man sagen, eine ganze Menge Geld. Ja, ich als frisch gebackener Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter Fan, war völlig begeistert und ja, das hat mir ja so viel Spaß gemacht, dass ich mir auch gedacht habe, ich zeige euch das. Und das wollen wir uns auch ganz genau einmal anschauen, dieses Magazin. Wie gesagt, 1983 erschienen und auch dadurch ein absolutes Sammlerstück. Hier seht ihr auch gleich, es wird über die Effekte geredet und die Figuren, die Stars, die Saga. Das klassische, die Rückkehr der Jedi-Ritter Plakat, wunderbar. Prinzessin Leia im Sklavinnen-Outfit, was, ja, ich weiß nicht, ob man das heute noch so bringen würde mit dem Ganzen, aber andererseits, die Freizügigkeit hat keine Grenzen. Also es ist ein sehr, sehr gelungenes Plakat. Jabba und Lando, Wicket, alle wichtigen Figuren. Und wenn man bedenkt, das ist wirklich eine Zeichnung. Ich habe damals echt gezweifelt in meiner Kindheit, ob das wirklich eine Zeichnung war oder, ja, wie soll ich sagen, ein Foto, eine Fotokollage. Aber damals in den 80ern wurden halt die meisten Kinoplakate noch gemalt. Ja, dann wollen wir uns das einfach mal anschauen. So, die Rückkehr der Jedi-Ritter, hier sind die Credits. Oh, ein wunderbares Artwork. Wie, ja, gerade Darth Vader ankommt, ihr seht die Tyridium, Parteifighter. Und den Sternzerstörer vor dem zweiten Todesstern. Einfach nur ein tolles Bild. Einfach nur klasse. Entschuldigt bitte die Spiegelung meiner Beleuchtung, wie ich gerade sehe. Ihr seht diese beiden Ringe, meine Ringleuchte. Das, ja, ich arbeite dran, ständig euch besseres Bild zu bekommen. Was aber gar nicht so einfach ist, wenn so diese Magazine so hochglanz sind, denn die spiegeln schon, egal was für eine Beleuchtung man aufstellt. Ja, hier auch. Ein Wunder, also die, was da, ja, die Inhaltsangabe, aber auch ein wunderbares Artwork. Ne, Jabba's Palast und C3PO und R2D2 auf dem Weg dahin. So, hier ein schönes Crewbild sozusagen. Ne, ich versuche das mal ohne Spiegelung, das ist gar nicht so einfach. Ne, Han, Luke, Leia, Chewbacca, R2D2, C3PO. Ja, die Geschichte geht weiter mit Jabba. Und hier wird dann ja auch ausführlich darüber berichtet, wie die Geschichte ist. Ein bisschen, ja, beschrieben, viele Texte. Links Max Rebo, der, ja, Keyboarder von Jabbas Band. Luke, der Leia befreien wollte. Bib Fortuna dort oben rechts. Wer jetzt die neue Serie The Book of Boba Fett, das Buch von Boba Fett sieht, der wird natürlich Charaktere wiedererkennen. Denn ja, es spielt ja wieder in Jabba's Palast. So, auch hier schöne Artworks, während die Geschichte erzählt wird. Oben Luke, der gerade in den Sarlacc springen soll. Lando, der gegen eine Nictu-Wache kämpft. Yoda ganz unten in der Ecke. Und hier haben wir ein schönes Artwork von Ralph McQuarrie mit dem Rancor. Ihr seht, die Rancor-Grube war noch nicht wie so eine Höhle aufgebaut, sondern mehr wie so ein, ja, wie so ein Raum. Auch sehr interessant. Und es ist keine keine Schweinewache, wie ich früher als Kind immer gesagt habe. So, auch sehr klassisch. Toll. Ja, weiter geht es. Ewoks, Admiral, ein Mon Calamari da oben, nicht Admiral Ackbar. Leia mit ihrem Helm, ganz unten links, und der Imperator auf seinem Thronsaal oder in seinem Thron im Todesstern.
Ja, hier haben wir so diese Schweinewache. Schön zu sehen. Ja, hier geht es schon um die Produktionsvorbereitung. Nach Krieg der Sterne und dem Imperium schlägt zurück, sollte die Rückkehr der Jedi-Ritter unsere Doktorarbeit werden, hat man gesagt. Ja. Und das ist das Schöne an diesem Buch, warum mich das so fasziniert hat damals schon. So viel Zeichnungen und Machererzählungen und ja, überhaupt so viel Entwicklung. Ja, wenn man da sieht, den AT-ST, einfach eine Zeichnung. Unten so eine Zeichnung, wie der Kampf beim Todesstern aussehen sollte, mit Arwings und diesen Schiffen von den Kalamaris. Einfach nicht schlecht. Hier geht es jetzt erstmal um die Toneffekte. Dann hier um die Schöpfung neuer Wesen. Und ihr seht schon Zeichnungen. Ja, und da seht ihr sogar eine Zeichnung hier, wo mein Daumen gerade auf der rechten Seite ist, wie Jabba aussehen sollte. Oder auch das Rancor-Monster, was mehr aussieht wie so ein Troll. Ja, man experimentierte viel. Dann links, wie die Maske von Admiral Ackbar entsteht. All das steht hier drin. Das ist wunderbar detailliert. Ach, hier auch ein schönes Bild von Max Rebo und seiner Band. Ja, und hier sehen wir auch was sehr Schönes. Das Rancor wurde ja von Phil Tippett in ja, Stop-Motion-Technik damals inszeniert. Aber man hat überlegt, einen Menschen, hier seht ihr es, in ein Kostüm zu packen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass man es nicht gemacht hat, denn es sieht in der Stop-Motion-Technik damals also wesentlich realistischer aus. Aber man hat damit experimentiert. Auch hier im Hintergrund gut zu sehen noch der Hahn im Carbonit eingefroren. Ja, hier geht es weiter ums Drehbuch, über das so ein bisschen berichtet wird. Auch hier wunderbare Fotos. Es macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Also das Magazin ist auch nicht mehr so häufig, wie gesagt von 83, aber wer es findet, das ist ein absolutes Sammlerstück für die Star Wars Sammlung. Auch hier Luke schön mit seinem Laserschwert. Und dann seht ihr hier drei oder vier sogar wunderbare Modelle, die Tyridium, den A-Wing, den B-Wing und hier noch den AT-ST, so ein bisschen wie die Tricks dann waren, wie die zweibeinigen Kampfläufer. Modellherstellung auch sehr, sehr interessant. Hier seht ihr auch weiter, wie die Tyridium gebaut wurde, der Todesstern als Modell, vom Speederbike eine Zeichnung. Das ist sehr interessant, eben halt auch alles zu sehen. Ja, hier ein wunderbares Artwork von der ja, Segelschiff, wo Han und Luke gerade zum Sarlacc gebracht werden. Und hier haben wir auch ein schönes Ralph McCrae Artwork von den Ewoks, die noch ein bisschen andere Teddybären sind. Dann von der Oberfläche des Todessterns tolle Bilder und auch vom Todessterngang, denn die Jäger sind hier hineingeflogen worden. Oder sind dann, ach hier ein geiles Darth Vader Artwork. Bei den Dreharbeiten auch hier ein tolles Artwork, gerade im Landeanflug. Die Tyridium befindet, C3PO. Immer wieder kommen die Macher zu Wort, das ist wunderbar. Boba Fett hier, auch richtig klasse. Hier ist, ja, klasse Bild einfach. Meine ganzen Kampfabschürfungen und eine Delle sogar im Schritt, der sogar mal einen Schuss unten in den Schritt fast bekommen. Nicht schlecht. Die damalige Sängerin, die in der Special Edition ausgetauscht wurde, könnt ihr oben sehen. Der von Jabba's Band. Oder beziehungsweise nicht nur ausgetauscht, sie wurde mit als CG, während sie ja so als Puppe in der klassischen Serie war. Ja, hier seht ihr auch nochmal George Lucas und ein bisschen Making-of. So ein bisschen seht ihr dann auch, wie hohl die Segelbracke von Jabba's Palast war. Man hat also wohl ein bisschen gedreht für die Dreharbeiten, die Sachen. Ja, Leia und Jabba. Das, ja, die Schöne und das Biest, kann man ja fast so sagen, ne? Ja, da seht ihr Leia in dicker Jacke und George Lucas. Ein schönes Bild vom Ewokdorf. Es sind sehr viele Anekdoten da drin, sehr viele Informationen, also für den Fan genau richtig. Hier nochmal ein paar Zeichnungen von den Ewoks. Alte Lieblinge, C3PO. Und immer wieder kommen die Macher zu Wort und die Schauspieler. Das macht dieses Magazin wunderbar. Also mich hat es damals völlig fasziniert, auch hier eine wunderbare Szene aus dem Film und einfach nur kultig. Jedes Bild fühlt sich so kultig an. So, Bildeffekte. Hier seht ihr auch, wie die Special Effects gemacht wurden. Rechts wird erzählt, wie ja, in verschiedenen
Arten mit Schatten und mit Einzelaufnahmen, mit Hintergrund und Bluescreen die Jagd auf den Speederbikes gemacht wurden. Das fand ich damals im Kino bahnbrechend. Auch hier ein geiles Motiv vom Scout und auf dem Speederbike. Hier auch nochmal, wie sie mit Modellen arbeiten an den Speederbikes und den AT-ST, eben Stop-Motion-Technik. Es mischt sich sehr gut und es ist sehr, sehr gut gemacht für die damalige Zeit für 83. Wahnsinn. Ja, matte Paintings. Die meisten Hintergründe, wenn sie fantastisch waren, waren matte Paintings, also Jabba's Palast, der Hangar. Ich war damals geflasht, weil ich habe mich echt gefragt, wie sie es gemacht haben, denn auf dieser Glasplatte, wo es gemalt wurde, sind, ihr könnt es hier sehen, oftmals Sachen ausgelassen worden. Ne? Und da wurden dann Szenen eingespielt, sozusagen, ja, Live-Aufnahmen. Somit hat man immer Bewegung gesehen oder auch Lichter, die konnten sich noch bewegen. Also sie haben schon gleich getrickst und das hat wunderbar funktioniert, also für die damalige Zeit. Heute wäre alles Computer, aber damals, Wahnsinn. Auch hier ein sehr cooles Bild. Leia und Luke, die sich gerade wegschwingen wollen von Jabba's Baracke. Ja, unten, wie mit zwei TIE Fightern gespielt wird. Einfach ein Modell an der Stange. Hier ein großartiges Bild, der Millennium Falcon fliegt durch die Gänge des Todessterns mit zwei X-Wings im Gefolge. Ja, dann haben wir schon die Credits, sehr, sehr ausführlich. Ja, dann konnte man hier Merchandise bestellen, T-Shirts mit Ewoks, Darth Vader, die Rückkehr der Jedi-Ritter, unten ist nochmal ein Magazin, was da erschienen ist. Und die T-Shirts, was sollten die so kosten? 40 Mark, also 20 Euro. Im Endeffekt Preis für heute auch Merchandise. So, zum Abschluss haben wir hier auch nochmal ein wunderbares Artwork, oder zwei Artworks. Einmal aus Jabba's Palast, wo C3PO gerade zum Folterdruiden gebracht wurden. Und wie die Ewoks, ja, den Bunker angreifen und die AT-STs ihn, ja, verteidigen. Das soll der Let's View zu diesem Star Wars, die Rückkehr der Ritter, das offizielle Magazin zum Film sein. Es gab noch weitere Betrachtungen von Star Wars, die Rückkehr der Ritter Magazinen. Ja, ich verweise auf hier auf eines. Schaut euch das gerne an. Ja, ich würde mich freuen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like, ein Abo, freue ich mich sehr. Und ja, kommentiert, sagt, was ihr davon haltet, oder falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten, das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal.